Wir machen weiter mit Storing Abyss. Schön, dass ihr da seid. Eine Mission erfolgreich geschafft oder erfolgreich gescheitert? Ist eine Frage der Betrachtungsweise. Ein Koch ist zurückgeblieben. Hat sich wahrscheinlich verkocht, ich weiß es nicht. Vielleicht beleben wir den wieder, allein schon Esser, weil wir irgendjemanden brauchen, der uns hilft, die Dosen zu öffnen. Das kann nur ein Koch. Andere nicht. Und dicke Beute gemacht. Wir sind wieder da. Einmal abspeichern. Wie geht's weiter? Eine Wiederbelebung möglich. Das ist doch nicht... Wo ist denn unser Koch? Achso, der Koch, den müsste... Der ist nicht in der Liste. Der muss ja erstmal hier unten wiederbelebt werden. Das ging... Das ging in der Kapelle, ne? Hier können wir den wiederbeleben in der profanen Kapelle. Und das kostet uns... Was kostet uns das Wiederbeleben? Mark der Leere. Ein Mark der Leere weg. Wir haben genau eins. Ja, dann ist er wieder da. Gibt es irgendeine Alternative? Nee. Gibt es keine. Koch muss da sein. Dosen bleiben sonst ungeöffnet. Einmal wiederbeleben. Da ist er. Wie geht's dir, Mark? Mayfield, alles gut? Wie ist es da drüben im Jenseits? Hat nicht so viele Trefferpunkte im Augenblick, heilt sich ja über Zeit. Psyche hat er auch nachgelassen, er wurde ein paar Mal zu oft getroffen. Maximal wird nur bei 39, das ist nicht fein. So, jetzt ist die Frage, wir nehmen mal mit für die nächste Mission und was machen wir? Erstmal schauen wir, was wir mit den vielen coolen Dingen machen, die wir gerade anstellen. Was hat man sich beim letzten Mal überlegt? Ein Torpedoraum ist da, ne? Den hatten wir eingerichtet. Vorderer Torpedoraum. Hatten wir einmal benutzt. 5 Nutzungen noch da. Den Torpedoraum hier hinten. Den können wir in irgendetwas wieder umsetzen. Ein Schlafquartier. Passive Heilung erhöht. Das macht immer Sinn. Sezierraum. Pro besiegtem Gegner einen zusätzlichen Hinweis. Wie viele Gegner haben wir eben umgebracht? So über den Daumen. Was meint ihr? 20? Könnte hinkommen, oder? Dann hätten wir, falls wir einen Sezierraum hätten, in jeder Runde 20 Hinweise mehr. Kostet 12 Metalle, 14 Chemikalien. Ich habe die Liste mir eben... Ach komm, wir hatten doch gerade den Auswertungsbogen. Da stand im Detail drin, wie viele Gegner wir getötet haben. Das hat sich das mal wieder keiner auswendig gemerkt. Selbst der Streamer, das ist ja unfassbar peinlich. Hat sich das niemand auswendig gelernt? Das waren mehr als 20, oder? Ja, das stand im Missionsprotokoll. Danke, Sky Siegelcheck. 25, 30. Auf YouTube, die Leute können jetzt vorgucken gehen. Die auf Twitch nicht. Mehr wie 20. Marignus meint 22. Ich habe woanders hingeguckt. Don Blake. Ein bisschen Konzentration hier. Wie viel waren es? 25? Ich denke ja, ne? Da hätten wir immer 25. Wofür man das braucht? Die Hinweise hierfür. Für die Forschung. Dafür. Wir haben im Augenblick 82. Die strahlen, haben wir schon. Und die nicht strahlen, können wir uns holen. Die beiden haben wir. Sauerstoffrat plus 6. Basisschaden Nahkampf plus 20%. Danke an Insignium für dein Abo. Zweites Mal schon. Liebe Grüße. Ahoi an dich. Danke. Und wir haben drin, dass die Psyche die Maximale erhöht. Das ist alles gute Werte. Hier könnten wir 10 maximale Gesundheit geben. Wobei, ich weiß nicht. In der Regel, wann haben die schon mal maximale Gesundheit? Nie. Hier können wir machen, Basisschaden am Punengewehr erhöht. Unten ist die Stufe, wo es nur 40 Hinweise kostet. Genau 20, meint Pfent, waren es eben. Aus mehr Mutationen wählen finde ich nicht wichtig. Mehr unheimliche Würfel, das wäre hilfreich. Bei den Würfelaktionen bei bestimmten Entscheidungen. Das sollten wir uns echt überlegen. Also das finde ich gut. Das sollten wir machen. Kostet 40 Hinweise. Bevor wir das machen, checken wir noch den Rest. 2 Beschwörungspunkte mehr. Ja, kann man machen. Vollen Stufe runter kann man auch machen. Hatten wir schon.
Nochmal vollen Stufe runter. Weitere Beschwörungspunkte. Wahrscheinlichkeit kritischer Treffer. Medizinische Gegenstände werden wir eventuell nicht verbraucht. 30% Wahrscheinlichkeit. Das ist ja relativ viel. Also am coolsten finde ich das mit den Würfeln. Bevor wir das aber machen, bitte alle mal merken. 40 Hinweise. Checken wir, wofür wir die Hinweise eventuell sonst noch brauchen, ja? Einmal ein Level Up hier. Für den Kollegen. Für Alan Park. Unseren Liebling. Liebling des Twitch-Chats. Weil er ein Sadist ist. Ich will nicht laut darüber nachdenken, was das über euch aussagt. Ganz im Ernst. Schämt euch! Schämt euch. Wobei wir den Eindruck haben, dass das Sadismus-Feature gar nicht richtig funktioniert im Spiel, weil wir nie beobachtet haben, dass die Psyche wirklich steigt, wenn wir einen Gegner getötet haben. Das sollte ja angeblich die Wirkung sein. Angeblich. So, was machen wir als nächstes? Level up, entweder für opportunistisch, landet bei Gelegenheitsangriffen immer ein Treffer. Das ist doch ein Nahkämpfer, der Park. Das wäre doch perfekt. Immer ein Treffer bei Gelegenheitsangriffen. Finde ich super cool. Und das extra Gegenstand. Wir machen sofort opportunistisch. Bin begeistert. Und weil er ein Nahkämpfer ist, verbessern wir auch seine Schadensreduktion und seine Verteidigung. Ja? Alles klar. Den nehmen wir auch gleich nochmal mit. Der ist ja halbwegs fit. Die anderen können keinen Level up bekommen. Auch hier, auch Level Up für unseren Boss, für Commander Ronald Magnusson. Er ist ein Fernkämpfer und hat ein paar coole Spezialtricks drauf. Entweder masochistisch, das ist mal ein Gegensatz. Wer braucht schon Morphium? Passiv. Passive Fähigkeit. Erleidet dieser Charakter Schaden, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass jede aktive Abklingzeit um eine Runde verringert wird. Je mehr Schaden, desto höher. Ah, gib's mir. Oh Gott, hab ich das laut gesagt? Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das wissen wir nicht. Das hasse ich. Auf gut Glück irgendwas zu nehmen, ohne zu wissen, wie hoch der Zahlenwert genau ist, bin ich nicht so ein Freund von. Und das hier? Kaplan. Militärgeistlicher. Der sich sowohl mit der Bibel als auch auf dem Schlachtfeld bestens auskennt. War aktive Fähigkeit. Weit den Boden und alles, was sich darauf befindet, merzt die Fäulnis aus. Fügt Gegnern Schaden zu und gewährt verbündeten Einheiten im Wirkungsbereich ein Schutzschild in Höhe eines Teiles des Schadens, der den Gegnern zugefügt wird. Der verursachte Schaden steigt mit steigendem Fokus. Cool. Aber wie kompliziert. Sky Dragon, danke dir für dein Abo. Erstes Mal, ne? Hallo, Sky Dragon. Liebe Grüße an dich. Aber klingt kompliziert, ne? Also nochmal. Weit den Boden, da wo er steht. Was heißt merzt Fäulnis aus? Ist das dieser weiß, das sind glaube ich diese weißen Wurzeln oder Knochen, auf denen manchmal rumlaufen. Und das wäre dann futsch, ne? Sodass daraus keine bösen Dinge entstehen können. So verstehe ich das. Das ist schon mal gut. Füg Gegnern Schaden zu, verbündete Einheiten bekommen ein Schutzschild. In Höhe eines Teils des Schadens, der den Gegnern zugefügt wird, danach, ne, nach dem Weinen. Und der Schaden, den man den Gegnern zuweist, steigt mit steigendem Fokus. Was war denn Fokus nochmal? Ist das der Wert? Das ist einer der vier Werte der Leute, ne? Er hat 19 Fokus, das ist relativ viel. Ich glaube 15 Fokus war das Minimum, oder war der Durchschnitt, und er hat 19. Den hatten wir auf Fokus geskillt und damit würde der Schaden noch steigen. Also das finde ich gut. Ich finde, das sollten wir machen. Da bin ich für. Ich bin für Kaplan. Chat meint auch, Kaplan macht das WB. Dann lassen ihn uns auch weiter auch auf Fokus killen, damit das dazu passt. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt, was bauen wir noch und was ist die nächste Mission? Und was machen wir mit der Forschung? Sollen wir nach einer Zusatzmission scannen? Ja. Das ist die nächste Story-Mission. Ich will eine Bonus-Mission haben. Die geht bislang immer schief. Wir machen's. Einmal scannen, bitte. Siegelverteidigung. Das haben wir schon mal gemacht. Das fand ich cool. Das würde ich nochmal machen. Einmal Siegelverteidigung, bitte. Und
Können wir noch irgendwo Energie einsetzen, um noch einen Raum auszupumpen? Nee, haben wir komplett gemacht. Jetzt können wir noch hier... verschiedene Dinge können wir noch reparieren. Wenn wir hier reparieren... Nee, das ist alles umfunktionieren. Wir können alle Räume umfunktionieren. Und hier, den können wir mit Energie, glaube ich, bergen. Und dann bekommen wir nochmal 12 Metalle, 12 Kupfer, ne? Nee, es kostet 12 Metalle, 12 Kupfer. Wir bekommen gar nichts und der Raum wäre reparierbar. Das machen wir da nicht. So, dann checken wir erstmal irgendeine der anderen Gebäude, was wir daraus machen. Hier zum Beispiel. Also, das sind die vier, die jetzt zur Verfügung stehen. Und wir müssen noch nach Gegenständen Ausschau halten. Übungsraum, Ressourcen ausgeben, um Stufenaufstiege für Taucher zu erhalten. Hatten wir das nicht schon mal? Wir haben doch schon einen Übungsraum. Das sind die Level-Ups, die haben wir schon freigeschaltet. Musikraum, Ausrüstungsraum, Speiseraum, Mannschaftsquartier, Operationszentrale, Offizierskwartier, vorderer Torpedoraum, Kommandoturm, Lagerraum. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht, die Stufenaufstiege. Die haben wir doch schon freigeschaltet. Habt ihr den Übungsraum gerade gesehen? Ich habe ihn nicht entdeckt. Nochmal, profane Kapelle, Musikraum, Ausrüstungsraum, Mannschaftsquartier, Speiseraum, Operationszentrale, Kommandoturm, Offizierskwartier, vorderer Torpedoraum. Die sind alle nicht eingerichtet. Der ist eingerichtet, Lagerraum, hinterer Batterieraum haben wir auch schon. Ich dachte, wir hatten schon Stufenaufstieg. Ich bin gerade total irritiert. Sollen wir das mal machen oder nicht? Was sind die Alternativen? Ja, da bin ich mittlerweile sehr für. Das haben wir bislang kaum genutzt. Wenn wir das Sonarsignal verstärken, bekommen wir auch Ressourcen angezeigt. Da bin ich extremst für. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Chat meinte, das ist doof. WB ließ sich umstimmen. Entschuldigt, dass ich Schuld auf euch schiebe. Das ist unfair, aber ihr seid schuld. Und das holen wir jetzt nach. Das mache ich jetzt. Einmal Strukturanalysator. 8 Metalle futsch, 10 Kupfer weg. Und immer mal nachher klicken wir dann immer auf die Signalverstärkung. Ich würde gerne alles machen. 4 Chemikalien haben wir. Wie viele Medikits haben wir? Einen? Wir haben nur einen Medikit. Wir sollten einen zweiten Medikit uns noch holen. Da ist er. Medikit, Erste-Hilfe-Paket ist sogar da. 2 reichen. Mehr brauchen wir nicht. Da hatten wir beim Herstellen uns noch überlegt. Alles Dinge, die wir nicht zwingend brauchen. Komm, wir machen diese Räume. Wir machen also 41 Metalle haben wir, 29 Kupfer. Räume haben wir satt. Wir könnten nochmal ein Schlafquartier machen. 15. Danach hätten... Ne? In einem anderen Raum können wir machen Sezierraum. Dann hätten wir vom Raute 27 und 14 Chemikalien, die wir nicht haben. Sezierraum fällt weg. Dann Strukturanalysator, das geht. 10 Kupfer ist da, 8 Metalle ist da. Hätten wir verbraucht 23 Metalle. Dritter Raum, das geht auch noch. 23, ja. Das können wir auch noch machen. Ja, wir können einen Übungsraum machen. Wisst ihr was, wir speichern einmal ab und testen mal, was ein Übungsraum ist. Wir testen den mal hier an. Baljait, vielen lieben Dank. 6 Abos verschenkt. An VGamer, an Garst, an Dagonet, an Larry, an Okumichi und Barco. Liebe Grüße an dich. Danke dir. Danke im Ernst. Ganz, ganz dicke Grüße und halbes Dutzend ist richtig viel. Sehr lieb. So, stärkt meinen Psychewert, Kamerad. Danke dir. Was bringen die Räume? Ja, immer das, was hier gerade angezeigt wird. Also bei jedem dieser Räume, das, was gerade angezeigt wird, beim Rundenwechsel passiert da was. Ja, warum? Wegem Energy schreibt, ich würde nicht den Übungsraum nehmen. Warum? Und da steht ja auch Verwendung von Ressourcen, um Stufenaufstiege für Taucher zu halten. Das müssen nicht die Vorräte sein. Aber wir testen das. Wir kriegen einmal raus, was das ist. Wir klicken, ich habe gerade abgespeichert, einmal drauf klicken und dann sind wir klüger. Wie funktioniert das jetzt hier? Hier, das sind die Stufenaufstiege. Aha. Einmal gucken. Hier drauf klicken, Level Up. Zu 3 und das kostet 3 Energie, die haben wir immer, 8 Chemikalien, die wir nicht haben und einmal Vorräte. Die Vorräte brauchen wir zum Heilen, stimmt.
Und die Energie, die können wir im Augenblick eh nicht nutzen. Chemikalien haben wir viel zu wenig und Energie haben wir. Also im Augenblick könnten wir, der Raum ist cool, einer reicht, das wissen wir jetzt. Den können wir auf 6 aufleveln. Die Aufleveleien verbrauchen immer mehr Chemikalien. Das können wir im Augenblick nicht nutzen. Wir haben zu wenig Chemikalien. Das heißt, das machen wir irgendwann, aber nicht jetzt und gehen einen Spielstand zurück. Jetzt sind wir wieder hier. Danke, Baljat. Sehr lieb. Mir macht es auch Spaß. Also den Raum machen wir jetzt nicht. Den behalten wir uns für später mal zurück. Dann würde ich sagen, passive Heilung geht auf jeden Fall. Und Strukturanalysator. Hier Strukturanalysator. Jetzt sind die Signalverstärkungen aufgelevelt. Hier sind sie. Oder ist das so nah gewesen? Nein. Mit dem Sonar muss gemeint sein, die Signalverstärkung hier. Ich weiß nicht. Ach nee, das war eine andere Sache bei den innerhalb der Übung. Das war in der taktischen Karte. So, und den Raum haben wir umbenannt. Jetzt machen wir den hier noch anders. Da packen wir rein ein Schlafquartier. Das erhöhte massiv die Heilung. Ich würde noch ein Schlafquartier hier reinmachen. Wir können es uns ja leisten. Den Sezierraum können wir uns nicht leisten. Den Übungsraum wollen wir uns nicht leisten, weil wir zu wenig Chemikalien haben. Wir machen noch ein Schlafquartier. Jetzt haben wir noch übrig hier einen freien Raum und hier einen freien Raum und hier. Drei Räume bleiben frei, mit denen wir später irgendwas machen können. Alle anderen sind genutzt. Und die Leute heilen jetzt deutlich aus. Wir haben allein drei Schlafquartiere. Das heißt, wir bekommen plus 24 Heilungen. Einmal, zweimal und ein Schlafquartier war noch irgendwo woanders. Dachte ich. Haben wir das? Noch eins? Ich glaube, wir haben noch irgendwo eins. Ich zähle nur zwei. Aber wir haben auf jeden Fall. Das ist ein Mannschaftsquartier. Acht. Genau. Jetzt haben wir 24 ha Punkte heilen, die auf den taktischen Kämpfen immer aus. Das ist sehr fein. So, und jetzt überlegen wir uns, wen wir mitnehmen in die nächste Mission. Die Mission heißt. Hier oben Siegelverteidigung. Das heißt, die Mission kennen wir schon mal. Wir stehen in der Mitte, Wellen von Angreifern kommen. Wir nehmen auf jeden Fall mit. Wir brauchen auf jeden Fall gute Fernkämpfer. Bei denen ist die Psyche. Wir können dann. Das Heilen können wir nachher noch machen. Ihn lassen wir auf jeden Fall hier. Der muss ausheilen. Sie kann mittlerweile wieder mit, aber dann müssen wir vorher die Psyche heilen. 98 Gesundheit ist schön. Hier sind an Gesundheit Wert 89. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir wieder die beiden Fernkämpfer hier mitnehmen. Beide. Und dass wir einfach nur hier einmal heilen. Dass wir die beide mitnehmen. Die sind so cool mittlerweile. Also Smith und Magnusson, die würde ich beide wieder mitnehmen. Psyche einmal heilen. Hier Psyche einmal heilen. Gesundheit kann bleiben. Also ihn nehmen wir mit und heilen hier einmal die Gesundheit. Einmal die Psyche. Jetzt ist sie bei 50, fast beim Maximum. Den nehmen wir mit. Dann nehmen wir noch den Park hatten wir eben so schön hochgepusht. Den nehmen wir dann auch wieder mit. Oder wir lassen ihn einmal zurück. Sterling ist als Linguist, der war als Linguist sehr gut. Der wird, aber den müssten wir massiv heilen. Die Psyche ist sehr schlecht. Der heilt von alleine. Wir brauchen fürs Psyche heilen der Leute viel, ne? Oder wir gehen jetzt für die Psyche gar nichts ein und sagen, die hat einen hohen maximalen Psyche-Wert. Wenn die zwischendurch einmal wahnsinnig wird, dann setze ich ja immer eine Runde aus. Das ist nicht schlimm, weil dann ist sie beim nächsten Mal wieder mal maximaler Psyche. Der maximale Psyche-Wert ist etwas reduziert, aber immerhin gehen wir keine Vorräte dafür aus. Ich würde sie auch mitnehmen. Wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie mit. Wir lassen ihn hier. Wisst ihr was?
Wir spekulieren mal. Wir nehmen zwei Leute mit minimalen Psychewerten, die beiden Nahkämpfer. Und deren Psyche wird nachher wieder voll. Die haben beide hohe maximale Psychewerte, 57 und 57. Und wenn die zurückkommen, von einmal wahnsinnig werden, das ist eingepreist, dann sind die wahrscheinlich bei 53 oder 52. Ja, das preisen wir ein bei denen. Und die anderen bleiben hier. Deren Gesundheit steigt hier von alleine an. Wir könnten höchstens noch die normale Gesundheit hier heilen. Einmal hier heilen. Bei ihm auch. So. Damit die auch nicht richtig sterben, wenn die unkontrolliert rumkämpfen. Bei denen, die haben gute Psychewerte, Gesundheit ist mau, die heilen aus. Dann packen wir noch Dinge ins Inventar. Ja, wir nehmen Ellen Park einmal nicht mit, bitte nicht weinen im Chat. Das ist ein Allrounder und sie ist auch eine Allrounderin. Ich finde die Fernkämpfer eigentlich, genau, wir nehmen die beiden mit. Die nehmen wir mit. Jetzt verteilen wir noch ein bisschen die Sachen. Einmal heilen. Wahnsinnigen sollten nicht die Heilgeschichten bekommen. Immun gegen Gelegenheitsangriffe mit der Spritze. Leuchtfackeln mit. Und die Klopferfähigkeit. Man schießt ja gerne auf die hier hin. So, die nehmen wir mit. Alles klar, Chat? Sollen wir es so machen? Park bleibt einmal zurück. Sie ist keine Nahkämpferin. Wir setzen bei dieser Missionstyp auf Fernkämpfer, denn wir müssen nicht alle töten. Also eine Nahkämpfer dabei zu haben, ist okay, aber... Wir können auch mit Linguisten hier arbeiten, können ansonsten viel feuern. Wir haben, also bei der Siegelverteilung haben wir gute Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Geschichten. Wir könnten auch Park mitnehmen, der ist ja relativ fit. Dann müssten wir nur einmal ausheilen, weil wir dem gerade die Eigenschaften gegeben hatten, Gelegenheitsangriffe immer. Den können wir dann nach vorne schicken zu diesen Monstern, die diese Psychoschreie machen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich würde gerne, wie gesagt, die Gelegenheit benutzen, um bei einer Mission, die eine Idee leichter ist als viele andere, hier die Psychewerte bei den beiden wieder hochzukriegen. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und dann können die heilen, weil wir haben nur begrenzt Vorräte, und beim nächsten Mal wieder mitkommen. Ja? Wir haben einen Vorrat jetzt auf Petto. Nee, ich will ja mit Absicht, ich habe es doch gerade versucht zu erklären, ich will mit Absicht die Psyche nicht heilen. Die Psychewert kommt... Wenn die gleich wahnsinnig werden, weil die Psyche auf Null geht, dann geht danach die Psyche wieder auf Voll. Nach einer Runde, wo die besinnungslos durch die Gegend taufen. Aber danach ist die Psyche wieder bei Voll. Das ist der einzige Schaden ist nur, dass die maximalen Psychewert gesenkt ist. Und das ist aber nicht schlimm bei den beiden, weil die haben einen sehr hohen maximalen Psychewert. Das ist bei beiden 57. Das ist einkalkuliert. Das ist bei dieser Mission, die nur mittelschwer ist, hoffentlich... Dass die beiden jeweils eine Runde lang wahnsinnig sein werden, aber danach der Psychewert wieder voll ist. Ja? Ist ja unfair. Also mehr sage ich jetzt nicht. So, jetzt haben wir, glaube ich, uns um alles gekümmert. Den hier den Psychewert steigern. Bei dem hier. Das ginge eher. Ja, wer weiß, wie viele Vorräte wir gleich bekommen. Ich spekuliere mal. Wir lassen es mal so, wie es ist. Eine Runde weiter. Rein in die Mission. Toi, toi, toi. Hoffentlich geht das gut. Ich weiß nicht, ob es gut geht. Was bedeutet der Satz Don Blake, voll eine Stufe WB, bitte? Achso, wir haben die Forschung nicht durchgeführt. Was sollten wir bei der Forschung machen? Wir wollten mehr Infos sammeln. Scheibenkleister, wir haben die Forschung vergessen. Sollen wir noch zurück und die Forschung noch schnell machen? Ach, das gibt's doch gar nicht. Einmal schnell Forschung machen.
Die ersten Teile hatte ich vorm Speichern gemacht, aber das Mitnehmen der Leute hatte ich nicht gemacht. Das heißt, wir können jetzt die Hinweise nutzen. Die Räume hatten wir, glaube ich, alle gemacht, ne? Einmal Mannschaftsraum. Schlafquartier. Schlafquartier. Hier einmal Strukturanalysator. Dann wollten wir die Forschung einsetzen und wollten gehen auf mehr Würfe. Dann haben wir hier oben die Leute alle mitgenommen. Sie haben wir mitgenommen und ihn haben wir mitgenommen. Und ihn haben wir einmal hier geheilt. So, das war's. Jetzt haben wir noch zwei Heilaktionen. Ihn könnten wir heilen. Oder nehmen statt bei ihm. Sie hat ja auch diese Pfeile hier. Oder wir nehmen bei ihm einmalig dann noch den Park mit. Aber nur, weil er euer Liebling ist. Weil er immer so jammert, wenn ich den nicht mitnehme. Euch zuliebe. Weil ich weiß, es macht euch von mir. Park ist ja euer Liebling. Ich nehme euch zuliebe den Park mit, ja? Damit ihr mir gut gelaunt seid. Einmal Park mitnehmen. Der muss aber klarkommen mit den paar Gesundheitspunkten und mit geringer Psyche. Ich gebe keine Vorräte für den Park aus. Das ist Fanservice zu Gucker, ganz genau. Ja? Soll das so machen? Ich habe mich überreden lassen. Das geht doch nie gut. Alles klar. Jetzt haben wir an alles gedacht, ne? Seid ihr zufrieden? Park ist dabei. Seid ihr glücklich? Auf geht's. Rein in den nächsten Kampf. Ich will lieber dies, ich will lieber das. Wir sind ja doch nicht im Supermarkt. Ich will das da vorne an der Kasse haben. Erste neue Mission. Das ist das Siegel. Das untersuchen wir. Und sobald wir das untersuchen haben und es aktiviert machen, müssen wir loslegen mit der Verteidigung. Vorher laufen wir einmal rum und erkunden das Gelände. Oder... Hier unten ist ja auch Sauerstoff. Oder wir sagen, wir starten direkt. Ich würde sagen, Sauerstoff haben wir nämlich genug. Wir können es uns leisten, einmal den Fog of War aufzudecken. Das heißt, wir ziehen mit den Leuten hier einmal lang und decken alles auf. Sollten keine Feinde sein, eigentlich. Das ist der eine Flügel des Geländes. Dann ziehen wir mit den Kollegen hier runter und decken das Gelände hier auf. Und wir haben hier unten auch nachher noch Sauerstoff. Da ist der Sauerstoff. Das können wir gleich in die Luft jagen. Es wird uns aber nicht angreifen. Das kann uns gleich angreifen. Das ist doof. Gut, dass wir es mal aufgedeckt haben. Einmal alles erkunden. So, jetzt können wir uns eine Strategie zurechtlegen. Also die alles, was kommt, wird versuchen, uns hier anzugreifen. Sauerstoff haben wir genug. Hier wurden wir erfreulicherweise nicht angegriffen. Das war außerhalb der Reichweite. Mit ihm laufen wir zurück. Sauerstoff holen wir uns nachher. Feinde können von allen Seiten kommen.
wir stellen, Feinde werden wahrscheinlich kommen von den Flügeln, ne? Von hier und wir laufen einmal weiter rum. Ich will erst das Terrain noch weiter wissen. Wir haben genug Sauerstoff. Hier können wir uns runter bewegen. Mit ihm aber nicht. Mit ihm gehen wir einmal hier gucken. Mhm. Okay. Okay, jetzt können wir die Karte. Mit dem Kollegen. Ach, der steht dahinter. Ziehen wir einmal hier runter. Gucken, was hier unten ist. So, mit ihm können wir in die Nähe davon. Das kann allerdings auf uns feuern. Wir machen ein paar Schritte hin und zurück. Hier ist Ende. Okay. Jetzt kennen wir fast alles. Hier hört es auch bald auf. Ob es hier weitergeht, weiß ich nicht. Wir bewegen uns mal hoch. Sauerstoff reicht. Da können wir uns hier nachher noch was holen. Das heißt, wir stellen uns jetzt rund um das Siegel hier drumherum, lassen die Leute kommen und müssen uns überlegen, von wo kommen die wahrscheinlich? Also, dass sie von hier kommen, ist unwahrscheinlich. Sie können von hier kommen, von hier unten. Von hier können wir einmal runterfeuern. Wir müssen uns auch nicht um das Siegel stellen, weil die Feinde müssen ja erstmal bis zum Siegel hin. Wir können uns auch hier hinstellen und von hier aus in alle Richtungen feuern. Das finde ich eigentlich eine hübsche Idee. Lass uns mal hier hinter aufstellen. Ja? Alle mal hier hin. Ein Fernkämpfer, zwei Fernkämpfer, Allrounderinnen und Nahkämpfer. Nahkämpfer hier hin. Allrounderin hier hoch. Fernkämpfer 1. Hat keine Bewegungspunkte mehr. Hier rüber. Und die können hier. Stehen bleiben. Eine Runde weiter. Zieht hier hoch, bitte. Und jetzt können wir die Fernkämpfer platzieren. Einer bitte hier vorne hin. Kann hier stehen bleiben. Kann da stehen bleiben. Würde ich so lassen. Hier mal, jetzt könnten wir im Prinzip jetzt das auch auslösen, weil vor der nächsten Runde kommt eh keiner. Ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir jetzt hin und aktivieren das Teil und gucken, was passiert. Jetzt sollten von allen Richtungen Monster kommen, in verschiedenen Wellen, und wir müssen dann das Siegel X Runden halten. In der Zeit werden immer wieder neue Gegner spawnen. Die müssen wir alle erwischt haben, und dann haben wir die Mission geschafft.